Mittwoch, der 27. Juli. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer heutigen Ausgabe der Presseschau. Wir beginnen mit dem Blick in die überregionalen Zeitungen und dort mit der Süddeutschen Zeitung. Die schrecklichen Ereignisse von Oslo spielen immer noch eine Rolle, so titelt die Süddeutsche Zeitung heute: Verteidiger hält Breivik für geisteskrank. Der Verteidiger des mutmaßlichen Massenmörders von Oslo wird vor Gericht möglicherweise auf Unzurechnungsfähigkeit seines Mandanten Breivik plädieren. Alles deutet darauf hin, dass Breivik geisteskrank sei, sagte Anwalt Lippestad am Dienstag in Oslo. Breivik zeige in den Gesprächen keinerlei Mitleid mit den Opfern, sagte Lippestad vor Journalisten. Er sei eine sehr kalte Person. Der Mandant sei der Meinung, seine Aktion verlaufe nach Plan und glaube, sich in einem Krieg zu befinden. Damit rechtfertige der Beschuldigte bislang die ihm zur Last gelegten Verbrechen. Breivik hat die Taten gestanden, bezeichnete sich vor dem Haftrichter aber trotzdem als nicht schuldig. Der Staatsanwalt Christian Hadlo hatte zunächst eine Anklage nach dem Terrorparagrafen angekündigt. Jetzt erwägt er eine Anklage wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Auf diesen Tatbestand stehen in Norwegen bis zu 30 Jahre Haft. Bei einer Verurteilung wegen Terrorismus wäre dagegen nur eine Höchststrafe von 21 Jahren möglich. Eine wichtige Frage bei den Ermittlungen ist nach wie vor, ob Breivik allein handelte. Sein Mandant habe vor dem Haftrichter erklärt, er sei Teil eines anti-islamischen Netzwerkes, sagte Anwalt Lippestad. Er spricht von zwei Zellen in Norwegen und mehreren Zellen im Ausland. Auch die Frankfurter Rundschau hat das Thema Norwegen noch auf ihrer Titelseite. Die EU-Innenminister haben die Themen Fremdenhass und Extremismus kurzfristig auf die Agenda ihres Treffens im September gesetzt. Die Tragödie von Norwegen macht das ganz klar erforderlich, sagte der Sprecher der EU-Kommissarin Cecilia Malmström am Dienstag in Brüssel. Norwegen ist als Nicht-EU-Land eingeladen, an dem Treffen teilzunehmen. Die Minister der 27 EU-Staaten suchen gemeinsam mit Norwegen nach einer angemessenen europäischen Antwort auf die Ereignisse. Dabei müsse jede Art von Radikalisierung diskutiert werden. Beschlüsse sind im Herbst möglich. Internet-Experte Martin Ziegenhagen sagte gegenüber der Frankfurter Rundschau, man könne rechtsextremen Tendenzen nur durch Aufklärung vorbeugen. Die Eltern müssen mit ihren Kindern reden, ihnen erklären, was der Wert von Demokratie ist und warum sie gegen jeglichen Extremismus sind, sagte Ziegenhagen, der eine Online-Beratung gegen Rechtsextremismus leitet. In Deutschland wird gerne nach Internetverboten gerufen, die aber bringen wenig. Wir gehen zur Bild-Zeitung und zu einem anderen Thema. Die Bild titelt heute auf der Titelseite: Deutsche gehen immer später in Rente. Die Arbeitnehmer in Deutschland gehen immer später in den Ruhestand. Das geht aus den neuesten Zahlen der deutschen Rentenversicherung Bund hervor. Demnach ist das durchschnittliche Renteneintrittsalter im vergangenen Jahr bei Männern von 63,5 auf 63,8 Jahre gestiegen, bei Frauen von 62,9 auf 63,3 Jahre. Das sind die höchsten Werte seit Beginn der gesamtdeutschen Rentenstatistik 1993. Bei Erwerbsminderung gehen Männer im Schnitt mit 50,9 Jahren in Rente, der höchste Wert seit 2002. Bei Frauen sind es 49,8 Jahre, höchster Wert seit 2001. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung beschäftigt sich heute mal wieder mit Stuttgart 21. Die grün-rote Landesregierung in Baden-Württemberg hat ein Kündigungsgesetz beschlossen. Es soll die Landesregierung ermächtigen, die Verträge über die Finanzierung des Verkehrsprojekts Stuttgart 21 zu kündigen und damit aus dem Projekt auszusteigen. Das Gesetz soll frühestens im November nach Artikel 60 Absatz 3 der Landesverfassung zur Volksabstimmung gestellt werden. Artikel 60 Absatz 3 der Landesverfassung erlaubt eine Volksabstimmung, wenn die Regierungsfraktionen für ein Gesetz im Parlament keine Mehrheit haben.
Im Fall von Stuttgart 21 befürwortet die SPD das Projekt, die Grünen lehnen es ab. Ministerpräsident Kretschmann, Grüne, sagte: Ich fühle mich mit dem Gesetz pudelwohl, da ist nichts getrickst. Die Ausstiegungskosten seien in der Begründung des Gesetzes nur ansatzweise genannt worden, weil diese sich erst aus den Verhandlungen mit der Bahn ergeben würden. Als Grund dafür, die 800 Millionen Euro hohe Mitfinanzierung des Landes an dem Projekt zu beenden, werden in der Begründung auch die neuen Mehrheitsverhältnisse im Landtag sowie die Großdemonstration gegen Stuttgart 21 angeführt. Nach Auffassung der Landesregierung haben sich die Legitimationsgrundlagen für das Projekt geändert. Das Demokratieprinzip sei in diesem Fall gewichtiger als der Grundsatz der Vertragstreue. Die oppositionelle CDU prüft eine Klage vor dem Staatsgerichtshof. Und zum Schluss noch ein Blick in die Welt kompakt, und wir haben es jetzt sozusagen amtlich: Frühjahr zu warm. Das Wetter in den ersten 6 Monaten dieses Jahres in Deutschland ist weitaus wärmer, trockener und sonniger gewesen als in den Durchschnittsjahren. Das erste Halbjahr sei im Schnitt 1,5 Grad zu warm. Es war das zweitsonnigste Halbjahr seit Beginn der Messung 1881, wie der deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch wenn es derzeit nicht so aussieht, bleibt es weiterhin so warm, werde das Jahr 2011 das drittwärmste seit 1881 werden. Heißer seien dann nur noch 2000 und 2007 gewesen. So, und jetzt unser Blick in die rheinland-pfälzischen Tageszeitungen. Wir beginnen mit der Mainzer Rheinzeitung. Die Polizei in Rheinland-Pfalz ist nach Ansicht von Innenminister Roger Lewens für den Einsatz bei Amokfällen gerüstet. Wir haben wirklich gut ausgebildete Kräfte in unserem Land, sagte er bei einem Besuch der Bereitschaftspolizei in Mainz. Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschef Hendrik Hering fordert ein neues NPD-Verbotsverfahren. Die eigentliche Ursache der offensichtlich äußerst menschenverachtenden Ansichten des Täters sei ein sich immer mehr ausbreitender Rechtspopulismus, teilte der Sozialdemokrat mit. Das Problem Rechtsextremismus muss also stärker bekämpft werden. Wir bleiben bei der Mainzer Rheinzeitung, aber mit einem anderen Thema. Ein landesweites Projekt soll älteren Rheinland-Pfälzern die Hemmungen vor dem Internet nehmen. An 18 Volkshochschulen starten zwischen August und Januar entsprechende Kurse. Silver Surfer heißt das Projekt, angelehnt an die ergrauten Häupter derer, die das weltweite Netz erkunden sollen. Gerade weil im Alter die Mobilität oft nachlässt, kann das Internet für Senioren wichtig sein, so Ulrike von der Lühe von der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz. Die Kurse für über 60-Jährige beschäftigen sich mit den Themen wie Datensicherheit, sozialen Netzwerken und dem Einkauf im Netz. Allein in Rheinland-Pfalz leben etwa 1 Million Menschen, die 60 Jahre oder älter sind. Und das ist rund ein Viertel der Bevölkerung. Und auch die Rheinpfalz hat sich dieses Themas angenommen, in einem Einwurf mit der Überschrift Goldrichtig. Jugendliche und Internet ein Dauerthema. Senioren und das Internet fast terra incognita. Obwohl viele Ältere sich im Netz tummeln. Dabei sind Nutzen und Problematik des Mediums bei beiden Gruppen gleich. Ein Projekt Silver Surfer, sprich ein Seminar für Internetnutzer mit silbernen Haaren, wie es das Mainzer Verbraucherschutzministerium aufgelegt hat, ist also nicht verkehrt. Und wer weiß, vielleicht ist der Kurs für manche Senioren ja auch eine Chance, neue Menschen kennenzulernen. Echte sozusagen. Wir bleiben bei der Rheinpfalz. Dort ist heute getitelt: EHEC lastet auf Pfälzer Bauern. Die EHEC-Krise hat die Gemüsebauern in der Pfalz schwer getroffen. Viele Bauern mussten in diesem Jahr einen Großteil ihrer Ernte vernichten, weil sie für Salat, Rucola, Zucchini, Gurken und Tomaten keine Käufer fanden. 63 Landwirte aus der Pfalz haben nach Angaben des rheinland-pfälzischen Landwirtschaftsministeriums aufgrund der EHEC-Krise Entschädigungszahlungen von der Europäischen Union beantragt.
Rund 364 Hektar Anbaufläche sind in der Region betroffen. Viele Gemüsebauern hoffen jetzt auf die Ausgleichszahlungen der EU. Laut dem Ministerium stammen rund 90% der gestellten Anträge von Salat- und Endivienbauern. 9% beantragen Entschädigung für ihre Zucchini-Ernte. Nur ein geringer Anteil der Anträge liegen für Gurken oder Tomaten vor. Rund 3 Millionen Euro wurden laut Landwirtschaftsministerium von den pfälzischen Bauern beantragt. Das sei aber nur ein Bruchteil der tatsächlich entstandenen Schäden, sagt eine Sprecherin des Bauern- und Winzerverbandes Rheinland-Pfalz. So seien die Zahlungen generell auf maximal 50% der Schäden begrenzt. Wir gehen in die Mainzer Allgemeine Zeitung, die heute mal wieder über den Nürburgring berichtet. Die rheinland-pfälzische Wirtschaftsministerin Evelyn Lemke lenkt bei der Frage nach Zuschüssen für die Formel 1 am Nürburgring ein. Sie blieb zwar bei ihrer grundsätzlichen Kritik, berief sich nun aber auf die Koalitionsvereinbarung, in dem nur von einem Zurückfahren der Ausgaben die Rede ist. Vor kurzem hatte sie gesagt, dass nach dem Rennen vom vergangenen Wochenende der Geldhahn für die Formel 1 zugedreht sei bis 2016. Für die Formel 1 am Nürburgring hat sich Rot-Grün laut Innenminister Roger Lewens längst auf eine Verhandlungsposition geeinigt. Wir haben in der Koalitionsvereinbarung festgelegt, dass wir mit einer Summe X in die Verhandlungen gehen, um die Formel 1 am Nürburgring zu halten, sagte Lewens gestern in Mainz. Wir haben für uns intern eine Obergrenze festgelegt. Ich würde es begrüßen, wenn wir die Formel 1 am Nürburgring halten könnten. Wir bleiben bei der Allgemeinen Zeitung. Dort geht es jetzt um die Hochmoselbrücke. Der Bau der umstrittenen Hochmoselbrücke zwischen Uerzig und Rachtig wird voraussichtlich noch im August beginnen. Dies kündigte gestern die Leiterin des Landesbetriebs Mobilität Trier, Edeltrud Bayer, an. Die Vorbereitungen seien bereits weit fortgeschritten, der Baustart liege voll im Zeitplan. Die rund 160 Meter hohe und 1,7 Kilometer lange Brücke soll im Jahr 2016 zusammen mit der insgesamt 25 Kilometer langen Neubaustrecke zwischen dem Autobahnkreuz Wittlich und der Hunsrück-Höhenstraße fertig werden. Bis zuletzt hatten die Gegner des Hochmoselübergangs gehofft, das 330 Millionen Euro Projekt noch stoppen zu können. Und zum Abschluss noch ein Blick in die Rheinpfalz. Der Prozess gegen den CDU-Landtagsabgeordneten Michael Billen aus der Eifel und seine Tochter, die in Landau als Polizistin derzeit beurlaubt ist, beginnt am 19. September vor dem Landgericht Landau. Die Staatsanwaltschaft wirft Billen vor, seine Tochter dazu angestiftet zu haben, Daten über Geschäftspartner des Nürburgrings rechtswidrig aus dem Polizeicomputer abzufragen. Es seien 3 Verhandlungstage angesetzt, 18 Zeugen sollen gehört werden, sagte der Landgerichtssprecher Markus Mägli. Das war unser Blick in die Zeitung. Was es sonst in Rheinland-Pfalz noch gibt, das sehen Sie jetzt in unseren Veranstaltungstipps. Wasser im Spiegel der Kunst. Eine Ausstellung im Landesmuseum Mainz. Über 90 Gemälde des 17. bis 20. Jahrhunderts liefern dem Zuschauer eine neue Sichtweise auf das Thema Wasser. So zeigt die Ausstellung Bilder von Naturkatastrophen, Schiffbrüchen und von Brücken. Sie verdeutlicht die Anstrengungen des Menschen, das Wasser zu bewältigen, zu bezähmen, zu überwinden und zu kultivieren. Auf anderen Bildern wird der Nutzen des Wassers für den Menschen deutlich. Sie zeigen Wasser zur Energiegewinnung, als Wirtschaftskraft und Nahrungsquelle oder auch als Bestandteil des Freizeitvergnügens. Wasser im Spiegel der Kunst. Noch bis zum 2. Oktober im Landesmuseum Mainz. Weitere Informationen auf landesmuseum-mainz.de. Der Traum vom Schlemmermal. Reflexionen oder Wäsche aus Blumen. Schon die Namen der Gärten klingen einladend.
Bingen präsentiert noch bis Oktober mit den Jardins Surprise ausgewählte Beispiele des Gartenfestivals Jaumont-sur-Loire. Zu sehen sind 10 Gartenbeispiele dieses Festivals, die von der Loire an den Rhein verpflanzt wurden. Schöne kleine Gartenwelten laden ein zum Verweilen, Wundern und Staunen. Künstler haben Themen wie Körper und Seele, Farbengärten und geteilte Gärten aufgegriffen und in ihre eigene Formen-, Farb- und Pflanzensprache übersetzt. Mehr Fantasie auf je 250 Quadratmeter geht nicht. Weitere Informationen auf bingen.de. Zwiebelfische, so nennt man einzelne Lettern, die sich im Setzkasten verirrt haben. Unter dem gleichnamigen Titel ist eine Ausstellung entstanden, die das Leben von Jimmy Ernst und die Geschichte der Druckerei Augustin vereint. Wertvolle Leihgaben, seltene Maschinen, den Dokumentarfilm Zwiebelfische und Fotografien der Druckerei Augustin, das alles zeigt die Ausstellung. Zwiebelfische, Jimmy Ernst, Glückstadt, New York. Können Sie vom 17. März bis zum 25. September im Mainzer Gutenberg-Museum besuchen. Eintrittspreise, Öffnungszeiten und weitere Informationen auf gutenberg-museum.de. So, liebe Zuschauer, das war die heutige Ausgabe unserer Presseschau. Ich danke für Ihr Interesse und wenn Sie wollen, bis morgen.